Moin! Heute testen wir nicht nur ein Produkt, sondern gleich mehrere. Wir haben verschiedene ISO- und Thermomatten mit rausgenommen und schauen wir mal, wie wir darauf liegen können. Leider kann ich jetzt die ganzen Matten nicht mit in meinen Kajakurlaub nehmen und die dann dort ausgiebig testen, denn das wäre so ein bisschen viel im Kajak nachher drin. Aber ich werde hier jetzt mal mich überall in verschiedenen Umgebungen drauflegen, mal gucken, wie ist das Wärmeverhältnis, wie bequem sind die, wie viel spürt man durch und dann schauen wir mal, was die so halten von dem, was sie versprechen. Wir haben auch die unterschiedlichsten Matten jetzt hier mitgebracht, von der normalen BW-Matte bis zu einer Komfortmatte über superleichte Matten ist eigentlich alles dabei. Wir checken jetzt also mal, wie klein sie verpackt sind, wie leicht sie sind, wie gut man sie nachher dann transportieren kann und im Endeffekt, wie schnell sie einsatzbereit sind und dann natürlich, wie komfortabel sie sind. Fangen wir erstmal hier mit einem ganz normalen Walduntergrund an, also ein paar Stöckchen, kleine Steinchen mit dabei und nehmen uns die Standard-BW-Matte, die wahrscheinlich jeder kennt. Einsatzbereit, würde ich sagen, super schnell. So. Robust ist er auf jeden Fall. Gut, das kennt jeder. Legen wir uns mal drauf. Ah. Sehr lang ist sie nicht, also mit 1,90 denke ich, würde ich halt im Rasen liegen. Gut, man spürt natürlich so ein bisschen was durch. Ich habe das auch gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber ich glaube, wir hatten auch schon diese gerollte. So auf der Seite lässt sich es auf jeden Fall besser liegen. Richtig kalt wird es ja auch nicht. Körperwärme reflektiert. Ja, bis also 1,80 ist sie groß genug. Mega Komfort kann man jetzt nicht erwarten, aber sie tut eigentlich das, was sie soll. Sie isoliert und verhindert also wirklich die gröbsten Durchdrücke. Wo wir schon bei der typischen Armeeausstattung sind, hier also gerade mal die holländische Matte. Auch super leicht, kann man gleich sagen. Na, im Großen und Ganzen auch nicht größer, nicht länger. Also auch hier kriegt er wieder mit 1,90 Probleme. Kann aber jetzt schon sagen, insgesamt weniger Durchdruck als bei der BW-Matte. Isoliert sehr gut. Also die Körperwärme merkt man jetzt schon. Die bleibt sofort erhalten. Ja, wie gesagt, sie ist, glaube ich, ein kleines Stück sogar schmaler. Aber von der Isolation und vom Durchdruck auch ein kleines bisschen besser. Ja, man muss sie dann wahrscheinlich wirklich einmal richtig gerade ziehen und dann später wieder zusammenrollen. Kommen wir zu einer weiteren Militärmatte und zwar aus Finnland von Savotta. Hier gleich mit integrierter Bodenplane. Auch immer noch leicht. Natürlich ein bisschen schwerer als die beiden Matten, die wir eben gerade hatten. Lässt sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aufrollen. Aber klar, bei gerollten Sachen habt ihr immer das Problem, dass ihr sie erstmal in Form bringen müsst. Hier natürlich sehr schön. Könnt ihr auch unter einem Tarp Biwak machen, da sie gleich bodengeschützt ist. Natürlich sehr cool, weil die Arme dann, wenn man sie ein bisschen zur Seite legt, nicht gleich im Dreck sind. Länge ist gefühlt auch ein kleines Stück Länge. Aber ich sag mal auch wieder mit, was weiß ich, 1,90 über 1,90 kriegt ihr da Probleme. Hier aber wirklich sehr angenehm. Die Arme liegen trotzdem irgendwo noch auf einer Fläche. Thermoisolierung. Wirklich sehr gut, man merkt es auch am Rücken, die Wärme bleibt dort. Ja, sie ist wie alle Isomatten natürlich etwas härter, aber gleicht die Kontraktion vom Boden sehr gut aus. Also wirklich sehr gut. Also ich merke hier im Prinzip nur, wenn ich drücke, die Unebenheiten. Ja, vergleichbar würde ich jetzt mal, falls ihr Futons kennt,
das mit dem Bett vergleichen. Sie ist schon etwas härter, gleicht dadurch aber auch mehr Kontraktion aus. Damit haben wir jetzt erstmal drei Isomatten gehabt in verschiedenen Preisklassen, auch unterschiedlich gebaut. Kommen wir jetzt aber mal zu noch spezielleren Matten, sowas wie man früher von Thermarest zum Beispiel kennt, also Matten, die nochmal mit Luft aufgeblasen werden, um zusätzliches Volumen und mehr Komfort zu bieten. Fangen wir erstmal mit einem Highlight von Nordisk an. 2,5 mm soll die nachher haben. Die soll super leicht sein, das kann ich hier auch bestätigen. Die ist wirklich fast wie ein Feder, könnte man sagen. Aber schauen wir mal, ob dieser Kompromiss von Gewicht zu dem Komfort auch Sinn macht. Die ist wirklich sehr klein, ist sehr dünn und muss natürlich jetzt noch mit Luft gefüllt werden. In der Regel sollte es so sein, dass wenn wir das Ventil öffnen und die in die Sonne legen, sich selbst die Luft ein bisschen mit einzieht. Wir haben jetzt nicht so viel Sonne, wir werden die also alle aufblasen. Hier mein kleines arretines Ventil, das müsst ihr ein Stück rausziehen, damit es nachher dicht ist und dann könnt ihr es aufpusten. Schauen wir mal. Also zur Körpergröße muss ich jetzt, glaube ich, nichts sagen. Ihr braucht auf jeden Fall eine Unterlage oder ein Zelt, denn ihr seht ja, eure Beine liegen sonst auf jeden Fall im Freien. Sehr breit ist sie auch wieder nicht, wie die meisten natürlich. Aber schon ein kleines Stück breiter. Also wenn ich hier die Ellenbogen hinlege, liegen sie noch auf. Ja, und es ist natürlich ein ganz anderer Liegekomfort vom Rücken jetzt her, kann man gleich sagen. Ne? Man schläft halt dann nicht nur eben auf einer Isomatte, sondern hat diese Luft- und Füllungsunterstützung. Und wie da eigentlich immer, die Isolierung ist im Allgemeinen gut. Ist aber jetzt zum Beispiel zur Savotta-Matte nicht ganz so stark. Die war halt hart, die waren nochmal unten beschichtet. Hier hat man die Luft, sollte der Boden jetzt sehr kalt sein, merkt man hier auch, kann man damit an seine Grenzen stoßen. Aber ansonsten für die Fläche, die sie bietet, ist sie komfortabel. Kommen wir jetzt zu einem klaren Mattenprofi. Climate ist das. Hier auch super kleines Packmaß. Dadurch zeichnen sich die meisten Climate-Matten aus. Immer noch sehr leicht, nicht ganz so leicht wie die Nordisk-Matte, aber auf jeden Fall klein und gut transportierbar. Gibt es wie hier auch in Tarn, damit ihr dann die Matte, wenn ihr sie mal irgendwo hinlegt, auch garantiert nicht mehr wiederfindet. Eine Besonderheit ist das gesicherte Ventil, das nicht gedreht wird, sondern einfach eingekippt wird, um dann die Matte aufblasen zu können. Ja, also gefühlt muss ich sagen, gehört sie zu den kürzeren Matten. Die Breite ist gut. Also ich liege auch hier wieder mit den Ellenbogen und den Armen noch gut auf. Ja, zum Liegen muss ich ganz klar sagen, da müsste man jetzt wirklich mal ein paar Nächte drauf schlafen. Für mich jetzt erstmal ungewohnt. Sie fühlt sich halt eben irgendwo ein bisschen an wie eine Luftmatratze, ist sie im Endeffekt ja auch. Und Isolierung habe ich nicht. Also ich habe meine Körperwärme ganz klar auf der Matte, aber auch gerade durch die ganzen Rillen habe ich keine Isolierung. Drehe ich mich und stemme mich irgendwo rein, spüre ich natürlich sofort den Boden. Den merke ich anderweitig natürlich gar nicht. Klar, ich liege halt auf einem Luftpolster und etwaige Steinchen oder Kanten spüre ich natürlich wirklich nicht. Recht schön, um die Luft dann rauszulassen, ist natürlich dieses Kippventil. Kommen wir jetzt zum Klassiker der luftunterstützten Matten, wie es sie von vielen Marken gibt. Hier mal in der, ich nenne sie mal Deluxe-Version. Sie heißt auch Family Adventure. Wir haben hier eine 5 cm starke
luftunterstützte Matte in einer ordentlichen Größe, also von gutem Packmaß. Leichtem Gewicht sprechen wir hier auf gar keinen Fall. Jetzt schauen wir uns aber mal an, also wenn ich jetzt irgendwo campen möchte für längere Zeit oder die eben nicht jeden Tag wieder zusammenrollen will, wie gut und komfortabel die ist. Auch hier wieder ein Ventil, das ist aber standardmäßig einfach zum Aufschrauben. Das werden die meisten kennen, die diese Matten schon benutzt haben. Normalerweise kann man die auch bequem in die Sonne legen. Dann füllen die sich schon mal wenigstens mit der Hälfte bis drei Viertel mit Luft. Ich werde mal wieder pusten müssen. Also aufgeblasen habe ich die ungefähr so lange wie eben gerade die Climate-Matte. Dafür ist sie hier aber natürlich schon, wie man sieht, um einiges größer. Ja, um einiges größer. Also ich sag mal so, ihr werdet hier auch mit 1,90 wohl noch genügend Platz finden. Die Arme können im Prinzip, außer ihr seid völlig besoffen, nicht von der Matte rutschen. Tja, Isolierung ist wie die meisten luftunterstützten Matten nicht zu vergleichen jetzt wie mit so einer wirklichen Isomatte von Savotta mit nochmal einem Bodenschutz. Die Wärme bleibt aber halt trotzdem natürlich erstmal am Körper. Sie ist ja auch gefüllt, die Matte. Ja, bei wirklich kalten Temperaturen, also Minusgraden, sind die immer ein bisschen fraglich, müsste man dann austesten. Kann ich euch leider so jetzt nichts zu sagen. Bequem sind die. Sie gleichen viel aus. Also durch die Luftunterstützung werden kleinere Steine einfach ausgeglichen, kommen also nicht durch, drücken nicht durch. Unebenheiten werden auch ausgeglichen. Nicht so jetzt wie bei einer Luftmatratze von Climate, da spürt ihr dann wirklich nichts mehr. Dafür habt ihr hier natürlich ein ganz gleichmäßiges Liegen, also einen ganz gleichmäßigen Komfort, egal wie ihr euch dreht. Kommen wir nun zum letzten Kandidaten. Etwas sehr Interessantes von Snugpack. Und zwar ist das jetzt keine luftunterstützte Matte mehr, denn Snugpack sagt, dass die luftunterstützten Matten natürlich alle ein Problem haben, dadurch, dass ich sie aufpuste, eventuell auch Feuchtigkeit mit reinkommt. Der innenliegende Stoff, also die Füllung, darunter leiden kann oder auch brüchig werden kann, wenn wir irgendwo bei minus 10, minus 20 Grad dann felten. Daher haben sie eine Unterlage herausgebracht mit der Softie-Füllung, die eben solche Temperaturen ab kann und natürlich genau dafür konzipiert ist. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ding als Standalone überhaupt funktionieren kann oder ob wir noch eine zusätzliche Unterlage bräuchten. Also hier ist der Riesenunterschied natürlich aufgebaut, ist sie super schnell, also sie ist sofort nutzbar. Für mich groß genug ist sie auch, aber auch hier kann man gleich wieder sagen, seid ihr größer als 1,80, also 1,90 oder so, wird das Ganze schon etwas knapp. Die Arme liegen gut auf, also wir haben hier genug Breite, um wirklich auf der Matte liegen zu können. Ich muss sagen, erstmal vom Liegegefühl, ich bin etwas überrascht. Ich hätte das jetzt als definitiv unbequemer empfunden, also gedacht. Aber nein, man liegt eigentlich recht bequem. Also dafür, dass hier keine Luftunterstützung ist, dass wir auch keine steife Matte haben. Natürlich, wenn ihr jetzt hier reibt, ihr merkt das Stöckchen oder sowas, aber die Softie-Füllung tut da doch schon einiges, um das auszugleichen. Isolierung kann ich jetzt schon sagen. Also ich merke schon am Rücken, die Wärme bleibt da. Also da, klar, wir haben hier eine Softie-Isolierung, die dafür sorgt, dass meine Körperwärme genau da bleibt, auch wo sie ist. Also ich merke es sogar an den Beinen, ich merke es an den Waden, an den Schenkeln, dass da Wärme bleibt. Also selbst die Arme, wenn ich die jetzt hier hinlege, also mein Oberarm hier liegt jetzt ja hier schon eine Zeit lang, merke ich, dass die Wärme da bleibt. Also Isolierung, top, besser als alle anderen Matten, ganz klar. Ja, Bequemlichkeit. Also man spürt Sachen durch, nicht so stark, besser aber als erwartet, muss ich sagen.
Klar, ihr Seitenschläfer kennt das. Man merkt an den Rippen immer mehr, ne, als wenn ihr nur so auf der Rückenmuskulatur liegt. Also hier merkt man dann schon auch ein bisschen mehr. Da ist einfach dann der Kompromiss einfach gegeben, dass ihr keine Unterstützung in der Matte habt oder auch keine feste Matte habt. Das muss man hier ganz klar sagen. Aber kommen wir jetzt zum absoluten Härtetest. Natürlich würde sich keiner freiwillig auf die Bahnschienen legen oder auf Schotter, aber hier können wir natürlich den Durchdruck der einzelnen Matten noch mal genau testen, genau spüren, was man so als Prinzessin auf der Erbse noch merkt. BW-Matte. Schnell aufgebaut, hingelegt, gerade für so ein Manöver gar nicht schlecht, würde ich sagen. Gut, könnt ihr euch denken, bedingt geeignet. Man spürt doch alles Mögliche durch. Hart auf hart ist das auszuhalten. Aber wie geht's denn unseren Freunden aus dem Nachbarland da draußen? Also die Matte will eigentlich gar nicht hier liegen. Klar, spitze Steine merkt ihr durch. Ihr merkt natürlich die ganzen Unebenheiten. Aber ich muss es leider sagen, denen geht es besser. Die Finnen. Steiniges Land, alles sehr felsig da oben. Die wird ja sicherlich hier auch einiges aushalten können. Aua. Tja, was soll ich sagen? Ist eigentlich schon wie mein Statement vorhin. Die Matte ist in sich etwas härter. Sie gleicht aber auch mehr aus. Also wenn ich hier drauf liege, die Spitzen der Steine merke ich gar nicht mehr wirklich. Hätte ich nicht gedacht, weil sie auch sehr dünn ist. Aber damit könntest du jetzt wahrscheinlich hier auch liegen. In meinem Alter nicht mehr so gut, aber wäre durchaus möglich. Okay, hier erwarte ich jetzt nicht so viel. Aber, aua, um das natürlich alles gleichermaßen zu testen, nehmen wir auch mal die kleine Nordist-Matte. So, also die Knie liegen schon mal auf dem Stein, fühlt sich super an. Also nicht so toll. Ich muss aber sagen, klar. Hatte ich vorhin gesagt, eure Beine hängen raus. Super breit ist sie nicht, aber das ist eine 2,5er. Die ist super dünn. Und wenn ihr da gleichmäßig drauf liegt, merkt ihr wirklich auch die Steine nicht richtig durch. Also klar, diese Huckeln könnt ihr gar nicht ganz retuschieren, aber ihr legt doch recht ordentlich da drauf. Kommen wir zu unserer Climate-Luftmatratze.
Also, wenn ihr einfach liegt, ja, und euch nicht bewegt, dann merkt ihr keinen Stein. Also die fängt da alles ab und ihr spürt wirklich den Untergrund gar nicht. Jede Bewegung, die ihr macht, lässt euch die Steine aber spüren. Also wenn ich meinen Ellenbogen reindrücke, habe ich sofort den Stein da. Auch jetzt hier mit meinen Knien, also sobald ich wippe, habe ich die Steine da. Auch wenn ich mich drehe, ich habe den sofort in der Hüfte den Stein gespürt oder dann auch am Steißbein. Wer also einen ruhigen Schlaf hat, hat hier eine Matte, die wirklich alles ausgleichen kann. Aber bewegt euch dabei nicht. Family Adventure, hier auf den Schienen. Also, wenn ihr mal Bock habt, mit eurer Family auf den Schienen. Quatsch. Aber die große Matte von Grand Canyon, luftunterstützt. Ein bisschen ähnlich zur Climate, wenn ihr euch bewegt, euch dreht oder jetzt, wenn ich hier knie, dann merke ich die Steine. Die Fütterung, also das Futter innen drin in der Matte, sorgt natürlich dafür, dass die nicht so durchstoßen wie jetzt bei der Luftmatratze eben. Das Gleiche habe ich jetzt aber auch wieder andersrum zu sagen. Ich liege sehr bequem eigentlich drauf, ich merke die Steine fast gar nicht, aber leicht. Also ich merke schon die Unebenheiten, ich merke die Steine ein wenig. Das war bei der Luftmatratze natürlich nicht so, da hat man nichts gemerkt. Also so ein bisschen so ein Kompromiss ist diese Matte. Okay, ganz ehrlich, ich erwarte jetzt nicht viel. Wenn ich also irgendwann ganz am Ende bin und unter irgendeiner Brücke schlafe, dann sieht das wahrscheinlich nachher so aus. Aber gucken wir uns die Matte hier, die Antarktika von Snugpack, der Vollständigkeit halber einfach mal an. Macht mir jetzt schon keinen Spaß. Soll ich sagen, es ist jetzt nicht ganz so wie auf dem Fakirbrett. Ich würde sagen, es fühlt sich ein bisschen an wie eine nicht aufgeblasene, luftunterstützte Matte. Oder so, als würdet ihr auf eurer Softie-Jacke oder in eurem Softie-Schlafsack hier auf den Schienen liegen. Kommen wir nun zu unserem Fazit. Ich versuche das Ganze mal ein bisschen nach Packmaß, Gewicht, Isolation, Komfort, Größe etc. festzumachen. Und dann schauen wir mal, was zum Schluss so rauskommt. BW-Isomatte. Wenn ihr auf ein Festival fahrt, wenn ihr mal 2 Tage irgendwo campen geht und ihr sowieso eine in der Birne habt, dann macht das überhaupt nichts aus. Die ist günstig, dafür reicht die allemal, erwartet da aber nicht zu viel von. Sie ist recht leicht, hat ein durchschnittliches Packmaß, weil sie eben quadratisch ist, könnt sie irgendwo mit unterschieben. Das funktioniert im Auto, so aber würde ich die erstmal nicht empfehlen. Kommen wir zu meinem fliegenden Teppich aus Holland. Der hat wirklich das Problem, dass ihr den wahrscheinlich nie 100% gerade kriegen werdet, denn ihr werdet sie ja auch immer wieder zusammenrollen, die Isomatte. Isoliert aber im Prinzip ganz gut, wenn ihr mit dem Motorrad unterwegs seid zum Beispiel, vielleicht die Matte eurer Wahl. Isolation ist gut, man kann vernünftig drauf liegen, wenn man auch ein bisschen härter liegen kann. Gleicht natürlich nicht alles aus, ist aber auch preislich dafür attraktiv, wenn ihr damit nicht wirklich lange Touren machen möchtet oder Untergrund okay ist und ihr eben eine zusammenrollbare Matte haben möchtet, kann man die schon empfehlen. Kommen wir zu dem Ganzen jetzt in der Luxusversion. Die Matte von der finnischen Armee besticht einmal durch ihren zusätzlichen Bodenschutz. Sie isoliert wirklich gut. Sie ist aber auch härter. Also ihr müsst schon wissen, dass ihr auf einer härteren Matte schlaft, gleicht dafür aber auch ein bisschen mehr aus. Die Frage ist natürlich hier, braucht ihr das? Möchtet ihr so schlafen? Aber wenn ihr Biwak macht
unter einem Tarp schlaft, draußen schlaft, dann bietet sie natürlich mit dem Unterbodenschutz A Schutz vor Nässe und B insgesamt eine etwas größere Flexibilität in der Breite und eignet sich auch, um dann darauf zu übernachten. Persönlich wäre sie mir zu hart und lässt dann doch noch leider zu viel durch. Kommen wir zu meinem Sitzpolster. Die Nordis Sitzpolster, ach nee, die Matte von Nordis ist zu klein. Ganz ehrlich, klar, wenn ihr jetzt im Zelt irgendwo auch wieder unterwegs seid und auf einem Festival seid oder einfach mal eine Nacht, wo schlafen, ist es Sommer, gar kein Problem. Ausgleichen tut die wie eine luftunterstützte Matte. Völlig begeistert bin ich da wirklich von, weil die so dünn ist und trotzdem so viel ausgleicht. Also das funktioniert. Aber ihr werdet mit den Beinen im Freien schlafen. Ihr werdet mit den Knien im Freien schlafen. Also das ist einfach für mich vom Schlafkomfort nicht das, was ich haben will. Wenn ihr aber eine super kleine Matte braucht und wirklich euch nur mal, was weiß ich, auf Natur irgendwo mal ablegen wollt oder vielleicht an den Strand geht oder was auch immer oder an der Felsküste baden seid, dann ist das wirklich sicherlich eine coole Alternative. Legt noch ein Handtuch drauf und ihr habt zum Beispiel eine wahnsinnig gute Strandmatte für Teneriffa etc., wo es steinig ist. Also dafür ist die gut. Sie gleicht wirklich super viel aus für dieses kleine Packmaß. Sie ist super leicht, das passt alles. Aber ganz ehrlich, um dann eine Kajaktour mitzumachen oder längere Wandertouren, ne, nicht für mich. Kommen wir zur Luftmatratze von Climate. Der Hund hat immerhin schon mal seine Füße drauf, so schlecht kann sie nicht sein. Ich muss hier sagen, die gleicht super viel aus. Also ihr könnt damit auf den Schienen liegen, macht das zu Hause nicht nach. Ihr könnt damit wirklich überall liegen. Aber es ist eine Luftmatratze, die dazu auch noch aufgeteilt ist. Ihr habt diese Rillen. Das fördert auf der einen Seite keine Isolation. Also jemand, der jetzt kommt und sagt, ja, das ist aber wegen der Isolation. Nein, dazu sind die Rillen einfach zu dick. Ihr habt so viel Luft drunter, das kann euer Körper nicht aufwärmen. Das funktioniert nicht. Ihr könnt euch auf der Matte zwar drehen, natürlich, ihr müsst dann aber hinnehmen, dass ihr genau dann den Bodenkontakt habt und den Boden auch spüren werdet. Also es bleibt eine Luftmatratze, da kann man drauf liegen. Wenn man ein ruhiger Schläfer ist, ist die auch wirklich bequem. Aber für alles andere würde ich die nicht empfehlen. Also das müsst ihr für euch entscheiden. Schlaft ihr da gerne drauf? Es ist eine weiche, angenehme Luftmatratze, also nicht so eine prall gefüllte. Dafür ist sie sehr gut gemacht. Aber wenn ihr euch bewegt, wenn ihr euch dreht, wenn ihr ein bisschen mehr Flexibilität wollt, dann würde ich die nicht unbedingt empfehlen. Eines aber sei noch gesagt, die hat natürlich ein super kleines Packmaß, die ist extrem leicht. Und es gibt natürlich noch andere Matten von Climate, die dann vielleicht ein bisschen mehr eurem Komfortanspruch entsprechen. Kommen wir jetzt eigentlich zu dem, was viele von euch wahrscheinlich eh schon kennen, eben als Thermarestmatte etc. Das ist eine luftunterstützte Matte mit einer Füllung, um eben Ausgleich zu schaffen vor Unebenheiten etc. Das tut die Matte auch. Natürlich nicht so gut wie jetzt zum Beispiel Luftmatratze, aber gerade in dem Kaliber von 5 cm Dicke hier sehr gut im Vergleich zu den anderen Matten. Isolation ist auch gegeben. Wir haben die Körperwärme, die dort bleibt, wo sie soll. Es ist aber immer so bei diesen luftunterstützten Matten so, ist der Boden eiskalt, dann braucht ihr noch etwas. Also weil die Luft könnt ihr nicht aufheizen darin. Das ist einfach unmöglich. Generell ist sie aber sehr bequem. Sie ist aber auch sehr groß. Sie hat kein tolles Packmaß. Also das könnt ihr mitnehmen, wenn ihr wirklich mal campen fahrt und dort dann Family-Urlaub macht. So heißt die Matte ja auch Family Adventure. Dafür ist die wirklich geeignet. Kommen wir zum Schluss zu meiner Softie-Decke. So nenne ich sie einfach mal. Ihr könnt die auch als Decke benutzen. Ihr könnt euch auch da drauflegen. Wenn ihr irgendwo auf einer Wiese schlaft, dann mag das auch alles funktionieren. Isolieren tut das Ding super, gar keine Frage. Also das konnte ich sofort merken, habe ich ja auch gesagt. Aber um da jetzt einfach drauf zu liegen und wie das dann ist, wenn die dann wirklich auf dem eisigen Boden platziert wird, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Würde ich auch nicht drauf vertrauen, weil ich würde da immer noch was drunter packen. Also ich würde jetzt, was weiß ich, so eine luftunterstützte Matte drunter packen oder wenigstens noch eine Isomatte, um noch einen Ausgleich beim Boden zu haben und dann die Wärme nutzen zu können, die dann von dieser Decke, nenne ich sie mal, ausgeht. Also die Antarktika ganz klar isolierend ein Favorit, aber als Standalone würde ich sie nicht empfehlen.
Ein endgültiges Fazit ist natürlich jetzt super schwer zu geben, weil es kommt wirklich ein bisschen darauf an, wofür ihr die Matte braucht. Wie ich schon sagte, so eine normale Isomatte, wenn ihr einfach mal campen fahrt oder einen Motorradurlaub habt oder euch mal irgendwo hinlegen wollt, ist eigentlich ausreichend. Vor allen Dingen, wenn ihr noch jünger seid und nicht so alt wie ich und euch eure Knochen dann auch mal schmerzen können. Klar, das, wie gesagt, Sitzkissen für einen Strand etc., für einen felsigen Strand, alles okay, einfach mal um es mitzunehmen. Hat ein super kleines Packmaß, ist in Ordnung, kann man machen, schlafen. Für mich ein No-Go. Kommen wir zur Savotta-Matte nochmal. Ja, ist die beste von den normalen Isomatten, kann man ganz klar sagen. Hat den höchsten Komfort, aber ihr liegt relativ hart. Also ihr liegt nicht unbequem, aber eben härter. Muss man mögen. Sie schützt dafür aber natürlich auch vor Nässe und Umweltbedingungen. Die Luftmatratze, ja, viele mögen Climate, viele gehen damit campen. Wenn man da im Zelt drauf liegt oder irgendwo ruhig liegt, ist die wirklich bequem, die gleicht alles aus. Hat ein super kleines Packmaß, also ich kann das verstehen, wäre für mich persönlich nichts. Ich schlafe unruhig, ich drehe mich öfter und da ist die Matte einfach nicht für gemacht. Okay, und ich bin auch nicht unvoreingenommen. Ich fahre jetzt seit irgendwie über 30 Jahren immer wieder an die schwedische Küste mit Sack und Pack, mit dem Kajak. Da ist es sehr felsig, meistens sehr rau. Ich mag die luftunterstützten Matten. Das ist ein Kompromiss, aber vor allem bei noch Plusgraden ein guter Kompromiss. Die gleicht viel aus, ihr schlaft gut drauf. Der Hund hat sich da auch für entschieden. Aber sie haben nicht das kleinste Packmaß. Also wenn ihr wandern geht, ist das wahrscheinlich nicht unbedingt euer Favorite so. Sie sind nicht die leichtesten Matten und sicherlich auch nicht die flexibelsten. Hier haben wir natürlich jetzt auch die XXL-Version praktisch gerade, also die Family Adventure genommen. So, das ist natürlich ein Mega-Bett, kann man sagen. Wenn ihr eine schmalere habt, dann habt ihr auch da die Probleme, dass die Arme rüberhängen können etc. Für mich persönlich aber in der Regel die erste Wahl. Luftunterstützte, gefüllte Matten. Wenn ihr den Platz dafür habt, kann ich empfehlen. Alle anderen Matten haben woanders ihre Vorteile, aber dann auch ihre Nachteile. Das ist ein Kompromiss, das eigentlich alles beinhaltet. Und wenn ihr eine längere Tour macht oder länger campen geht und den Platz einfach habt, würde ich eigentlich für die sprechen. Ja, Ordnung muss sein. Geht niemals mit Schuhen auf eure Matten, ne? Ist klar.